der hat das mit dem Abhängen wohl echt wörtlich genommen. Naja, ich meine, sein Arm steckt scheinbar auch in der Kurbel oder die Kurbel in seinem Arm. Er sieht nicht gesund aus. Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Ich drehe erstmal voll am Rad. Wir haben noch keine 30 Sekunden und mir sprudeln Flachwitze aus dem Mund wie sonst was. Das kann... Oh Gott, das wird schlimm. Das wird schlimm. Okay. Wir sind hier immer noch auf der Flucht, sind gerade in der Kanalisation. Liegt hier vielleicht zufällig was rum? Ich könnte mal... Ich kann nicht aufstehen. Jedenfalls geht es da nicht weiter. Ah, was haben wir da noch? Da komme ich nicht hoch. Ich nehme es zurück, ich komme hoch. Musst du futtern. Okay. Leere Flaschen. Ah. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach... Reform Street. Okay, wir sind immer noch auf der Suche nach unseren Verbündeten, die wir noch nicht kennengelernt haben. Und naja, bevor wir die treffen, werden wir uns auch erstmal unsere Ausrüstung holen müssen, die scheinbar da oben ist. Wieso sind wir plötzlich weiter davon entfernt als am Anfang? Das waren nur noch 50 Meter oder so. No one will keep us from death. Ja, irgendwann wirst du zwangsweise sterben müssen. Spätestens an Altersschwäche. Oh. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ah, scheiße, ja. Stimmt. Ja, wir haben jetzt da einen Rattenschwarm, der uns davon abhalten würde, an diesem Kurbelrad zu drehen. Na, was heißt abhalten würde? Er will es uns schwieriger machen, weil die Ratten uns zu fressen gern hätten. Deswegen lenken wir die Drecksbiester mal gerade ab. Könnt ihr die Leichen nicht sehen oder was? Vielleicht besser. Drehen wir noch kurz daran. Ich scheiße es mal gerade auf Umsehen, weil ich habe keinen Bock auf Ratten. Ich mag Ratten nicht so gerne. Jedenfalls nicht, wenn sie mich beißen wollen. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Koppel, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Mhm. The Outsider walks among us. Kann ich da runterspringen? Wahrscheinlich. Bin ich mir das was? Wahrscheinlich nicht. Wie war es jetzt hier? Springen? Ah, mit F greifen. Okay. Wir können eine Kette hochklettern. Das ist schön. Hier wieder irgendwas. Kupferdraht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Wertgegenstand. Also es wird auch quasi sofort in Geld umgewandelt, wenn wir sowas finden. Verfaulte Birne. Sollte man die essen? Scheint scheißegal zu sein, dass sie verfault ist. Kupferdraht. Ja, okay, ist 10 Münzen wert scheinbar. Kann ich da noch irgendwas öffnen? Nö. Wieder weit noch? 20 Meter. Wenn wir uns nicht wieder weiter entfernen. Was haben wir hier? Beutel, Münzen, Dose mit irgendwas drin, wahrscheinlich Fisch. Würde sich anbieten, wenn man hier... Hallo Leiche. Wenn man hier ja scheinbar ziemlich dicht immer am Wasser lebt, dann bietet sich wahrscheinlich an, dass man auch viel fischen geht und sich den noch am... Scheiße! Von Fischern her. Da habe ich mich kurz erschrocken. Komme ich da nicht hoch? Nö, oi. Ah, diesmal sehe ich's. Stolperdraht. Nächstes Mal beim Auslösen vorsichtiger sein. Was ist das für ein Ding? Brandbolzen. Okay. Dinge, die ich nie benutzt habe, glaube ich. Aha. Forerend. Ja, toll. Komm ich da irgendwie hoch? Ah, ja, komm ich wirklich. Komm ich da hoch? Ja, auch da kommt man hoch.
auch da bauen wolltest. Okay. Ah ja, klar, man kann die Dinger natürlich auch entladen. Das ergibt Sinn. Dann können die auch nicht mehr auslösen. Wo war übrigens das Ding, was uns hier gerade... Das war doch der. Ah, sollte. Stolperwette. Ja, auf sowas sollte ich vielleicht achten. Ein paar Leichen. Beutel. Was war da? Flasche. Ups. Noch eine Leiche mit dem Beutel. Die Ausrüstung nehme ich gleich. Wie heißt? Hemlock Essence. Ah, auch Geld. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. 20. Oh, gut. Ist da unten noch was? Ich kann ja hier gleich bestimmt eh wieder hochklettern. Habe ich hier gerade schon alles mitgenommen? Ja. Doch, habe ich. Okay. Hopp. Lesen. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen, das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin, eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würde. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Inseln geschmiedet, wäre auch richtig. Und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Renhaven, ich weiß nicht mal, was ist ein Fluss oder was, führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Okay. Ah, sehr nice. Spezialausrüstung nehmen. Eine Armbrust. Und ein Schwert. Blablabla, ja gut, weiß ich. Genau. Ausrüstung kann ich jetzt hier auswählen oder ich kann so machen. Apropos, kann ich die Dinger direkt mal neu zuordnen? Dann hätte ich nämlich gerne das auf der... So, ja, es geht. Sorry, auf 3, das kommt irgendwo an den Arsch der Welt. Die werde ich eh nie benutzen. Aber die auch nicht. Egal. So, wir haben jetzt eine Armbrust mit Betäubungsbolzen. Und mit Stahlbolzen. Und irgendwo hier hinten noch mit Brandbolzen. Ja. Ich werde mich, wenn überhaupt, dann wohl nur der Betäubungsbolzen bedienen, weil, wie schon gesagt, ne, die haben den Effekt... Ah. Die haben den Effekt, dass wir kommen ausbringen, dass ich die Gegner nicht töte. Das war der falsche Knopf. Sondern halt, ja, sie nur betäube. Quasi K.O. schlagen aus der Ferne. Und das ist halt, wird noch ziemlich nützlich sein, Brandbolzen. Die machen, glaube ich, einfach nur noch mehr Schaden. Also ähnlich wie Stahlbolzen. Kann ich das gleich machen? Ja, kann ich. Stahlbolzen. Klar, dazu geht das Töten. Das gleiche mit Brandbolzen. Deswegen, ja, was ist das hier? Kombination erforderlich. Für den Fall, dass du zu dumm, Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen der Sache erneut zurück. Whiskyflasche. Ach! Die muss ich selbst eingeben. Okay, eine dreistellige Kombination. Ich habe vorhin eine Zahlenkombination gesehen. Ich bezweifle aber, dass die das ist. Das war da hinten irgendwo. In dem Gang hier sollen die einzigen... Ah, so geht das. Okay, hab's gerade rausgefunden. Okay. Mal sehen. Ob das hier gemeint ist? 762? Ich glaube nicht. Ich sollte auch weiter springen? Nee. 762. Ich glaube nicht, dass die das ist, aber ich habe auch gerade... Also wo die ist, kann ich mich nicht erinnern, falls ich sie beim letzten Mal gefunden habe. 7 6 2. Nee. Das würde mich jetzt schon interessieren bei deiner Whiskyflasche. Okay, wir müssen also Whisky finden. Wo ist der Whisky? Wo ist der Alkohol? Ist da was? Hier weiter? Ich vermute nicht.
Oder könnte es hier... Kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Also. Was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Okay. Könnte das hier gemeint sein? Ist das vielleicht eine Whiskyflasche? Oh, was haben wir hier? Heilkräuter. Eine leere Flasche. Ist hier ohne Zahlenkombi? Ah. Nee. L wohl kaum. L07. Ach du Scheiße. 475? Glaube ich auch nicht. Hier sind jetzt plötzlich eine ganze Menge Zahlen. Ich würde eher erwarten, dass irgendwo an der Wand geschrieben steht oder so. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Steht da drin vielleicht was? Nee. 477 und 475 kann ich mal probieren. Ich vermute aber irgendwie schon eher, dass ich das hier unten finde, nicht da oben. Probieren wir mal aus. Ich will den Inhalt hier haben. 475 war das eine. Nein, und 77 war das andere. Nee, auch nicht. Scheiße. Na warte, hier so. 451, da hinten ist es doch. Ja. Man sollte vielleicht das nehmen, wo Whisky dran steht. 451, ja. Noch ein Gesundheitselixier und. Nice. Bringt jedenfalls 50 Gold. Okay, nehme ich. Schotten wir, dicht machen. Ups. Wo geht's hier raus? Ah. Was soll das denn jetzt? Au. What the fuck, Corvo? So, dankeschön. Oh Mann. Okay, Vorsicht unter. Ich wundere mich, wie tief es ist. Ich kann den Grund nicht sehen. Ah, genau hier. Was wir auch machen können, was ich aber selbstverständlich jetzt nicht tun will. Lasse dich von oben auf einen Gegner herabfallen und drücke, ja, Angriff kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkangriff durchzuführen. Quasi ein Luftattentat. In Assassin's Creed. Ja. Viel einfacher ist es, ihn einfach so zu betäuben. Ich weiß doch gar nicht, ob es in diesem Spiel Fallschaden gibt. Bestimmt. Rattenspieß? Lecker gebratene Ratte. Keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich stelle es mir irgendwie nicht so lecker vor. Aber ich weiß es nicht. So, was haben wir hier noch? Nischt. Ich muss gucken, dass ich mit der Muni ein bisschen aufpasse. Ich habe nur noch zwei Bolzen. Was haben wir da? Okay, da ist einer, da ist noch einer. Ich kann aber von oben lang gehen. Es scheint... Ist da noch was? Ja, da ist noch ein Rattenspieß, aber den brauche ich jetzt nicht. Ich habe sowieso volles Leben. Ich lasse zwar nicht gerne Dinge zurück. Das ist einfach so bei mir. Am liebsten würde ich den jetzt noch einsammeln, aber ich will jetzt gerade nicht da runter, weil da sind Gegner und die... Du kleines Dreckstück. Gut, ich könnte die natürlich einfach betäuben, aber... Ja. Da unten wird es schon nicht so viel sein. Was ich übrigens mal sagen muss, es kann natürlich echt passieren, dass ich... Weil ich halt nicht gerade alle Gegner umbringe... Sehen, der krank aussieht? Du bist so ein Hitzkopf. Scheiß, lass er mal. Es kann sein, dass wir gerade, weil ich mich eher überall durchschleichen will, natürlich jetzt nicht alles einsammeln an Beute. Ziemlich sicher wird das nicht der Fall sein. Weil ich vielleicht auch an einigen Orten gar nicht weiterkomme. Will ich den betäuben? Ich glaube, ich lasse es mal. Aber ich kann mal gerade speichern. Habe ich schon viel zu lange nicht gemacht. Ich habe hier quasi so ein System aus drei Speicherspielständen. Ich speichere immer den letzten. So dass wir dann nach Möglichkeit immer genug Platz haben, um wieder zurückzugehen. Ich da auch? Ja. Sense, da ist nix. Noch ein Gesundheitselixier. Ja, okay. Der Typ ist definitiv blind, wenn er uns nicht sieht. In Thief wurde es wenigstens erklärt, warum wir nicht gesehen werden, weil wir quasi irgendwie so eine Ultra-Ausbildung haben, dass wir im Schatten nicht gesehen werden. Aber hier können wir durchs Licht laufen und die Gegner sehen uns irgendwie trotzdem nicht, wenn wir neben denen stehen. Dass wir uns nicht hören, ist eine Sache. Wir sind halt echt gut im Schleichen. Das klingt irgendwie nicht so gut. Ach so. Achtung, Bürger von Danburg. Der Attentäter Kobo
verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich erfahrbar. Hier drüben! Hallo! Ich bin ein Freund! Ah ja, Moment. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Ich kann mich jetzt noch ein bisschen umsehen, aber ich glaube, ich... Also hier, wo wir jetzt gerade sind, wird nichts mehr sein. Und ansonsten habe ich, glaube ich, schon genug mitgenommen. Also, ja gut, komm, legen wir los. Die Augenschaft freigeschaltet, verschwunden. Okay, irgendein Achievement. ja gut, ich habe einiges an Geld übersehen. Fast 300. Ja gut, aber passt schon. Allgemeiner Chaosfaktor gesamt niedrig. Genau, und das ist wichtig, finde ich. Null Gegner eliminiert, null Zivilisten eliminiert, null Alarm ausgelöst, keine Leichen oder Personen wurden entdeckt. Und das ist genau das, wie es auch sein soll. Niemand getötet und nicht entdeckt worden. Die will ich beide abgehakt haben am Ende jeder Mission und der allgemeine Chaosfaktor soll niedrig sein. Denn es gibt halt quasi zwei verschiedene Endings. Einmal mit hohem Chaosfaktor, einmal mit niedrigem Chaosfaktor. Wie das mit hohem aussieht, weiß ich nicht, aber das mit niedrigem habe ich schon mal gesehen. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, aber okay. Passt schon. Nur irgendwelche Sonderaktionen? Ja, hier, wir haben den Tresor geöffnet. Okay. Gibt's manchmal sowas, aber halt auch nicht immer. Ich soll wiederholen, klar, wir können das Ganze nochmal neu machen, aber nee, ich mach weiter. Das Geld ist es mir jetzt irgendwie nicht wert. Es war schon einiges, aber nee, ist nicht so schlimm. Deine neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit dem Anführer der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Okay, machen wir. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Weißt du, kein Sieg, war. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Klingt gut. Haben wir den getroffen? Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Houndpits Pub. Da drin arbeiten sie rund um die Uhr. Missionshinweis aktualisiert? Schiff ist ein... Ja, okay. Aufgaben. Trifft die Kaisertreuen in der Bar. Okay. Stoßen Sie dazu. Sie werden ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Ich glaube, ich brauche mich jetzt erstmal nicht hier großartig umsehen. Das werde ich mir mal für später aufheben. Ich glaube, viel werde ich eh nicht finden. Also folgen wir erstmal der Hauptquest. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Corbridge ist er... Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie. Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Ich hab doch vorher nämlich noch ein bisschen Kram mit.
Oh, Aprikosentörtchen. Mm. Gut. Piero, ich glaube... Oh. Geld. Ich glaube... Oh. Was? Wieso wurde ich jetzt hier wieder abgesetzt? Ich weiß, ich sehe, dass da eine Markierung ist. Ich will aber erst hier alles untersuchen. Hier gibt es vielleicht noch was zu holen. Na gut, hier drin wohl nicht mehr. Wo es geht nach oben... Na, da kommen wir später mal. Ich denke, Piero... Hallo. Hallo. Ich denke, Piero werden wir dann erst beim nächsten Mal kennenlernen. Das war's erstmal für heute. Ich muss sagen, gefällt mir irgendwie. Also sieht hier echt gut aus. Hm? Auch wenn das Gebäude da vorne irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Da fehlen so ein paar Mauern, wie mir scheint. Ja gut. Das war's erstmal für heute. Nächstes Mal Gespräch mit Piero. Bis dahin. Ciao.